Wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu 7 Days to Die hier beim Clay Looten mit mir. Was haben wir jetzt an Clay? 52 ist noch nicht ansatzweise genug, weil wir brauchen noch Unmengen an Clay zum Einschmelzen des Eisens. Das wird dann alles zusammen reingehauen, deswegen machen wir hier weiter. Wir werden uns auch schon eine neue Shovel bauen. Shovel. Da ist sie doch. Du wirst auch gescrapped. Wir könnten uns theoretisch hier sogar ein Fire machen, ein Campfire craften. Dann werden wir hier schon mal das Wasser abkochen. Das finde ich ist mal gar nicht so eine dumme Idee. Weil, wenn wir eh schon hier stehen, wieso nicht? Nutzen wir das. Erhöhen hier ein bisschen die Heatmap. Das ist gut. Können auch gleich Tee kochen, direkt im Anschluss oder vielleicht sogar zuerst, weil wir haben ja noch vier Dinge. Wir haben auch hier gerade die neue Schaufel bekommen. Seht ihr? Das ist wie abgetimt. Da ist das Campfire. Das setzen wir uns jetzt einfach hier drauf. Oder hier vor. So, hier hin. Hauen dich rein. Hauen hiervon einfach mal die Hälfte rein. Machen jetzt erstmal Tee. Golden Rotti, bitte. Guck. Und damit ich nicht reinrenne und dann auf einmal brennend durch die Gegend laufe, machen wir uns hier dann so einen kleinen Schutz drumherum. So, dann kann ich da nämlich nicht reinrennen. Perfekt. Und wir brauchen danach noch Bottled Water. Guck. So, das lassen wir jetzt hier 12 Minuten lang vor uns hinkochen. In der Zeit weiter hier rumbasteln. Das ist schön. Das macht Spaß. Ich habe nicht darauf geachtet, ob das Holz ansatzweise reicht. Das sollte ich vielleicht erstmal tun. Reicht es? Ja, reicht optimal. Sogar ein bisschen zu viel, aber das ist nicht schlimm. Ich hoffe, ihr freut euch, dass es weitergeht hier bei 7 Days to Die. Hoffentlich habt ihr euch von dem Schrecken erholt, den ich hatte mit diesem dummen Tod. Es ärgert einfach ungemein. Wir bräuchten noch Tier. Tierzeugs. Das wäre eigentlich mal eine ganz, ganz nette Maßnahme. Wir brauchen noch 9 Tier heute. Wir haben nämlich erst 3. Und wir lassen das Feuer hier mal kochen. Wir haben jetzt 2 Uhr. Wie weit sind wir denn aktuell weg von zu Hause? Schon ein Stückchen. Hier ist nämlich unser Haus. Ja gut, ein halber Kilometer. So weit ist das gar nicht. Wir haben 147 Clay, das reicht erstmal. Bei mir geht es jetzt gerade um Tiere. In welche Richtung bewegen wir uns denn? Wir markieren uns auch mal 00. Die 00-Stadt ist in etwa hier. 00. Das wird markiert, damit wir da nicht einfach so reinrennen wie die Blöden. Das ist nämlich immer sehr unpraktisch. Da ist ein Vogelnest, das habe ich gesehen. Nehmen wir mit. Danke. Quala. Nicht mal in den Kopf erwischt. Es ist so schlimm, weil man sie kaum sieht in dem Gras. So, jetzt aber. Wieso hältst du eigentlich so viel aus? Ja, jetzt hältst du gar nichts mehr aus. Bringst mir auch einen Nagel mit. Naja. Da unten ist eine Tasche, wie es scheint. Hier ein schönes Tal. Gefällt mir. So, die Tasche loot ich. Dann gehe ich zurück zu meinem Feuer. Ich möchte nämlich nicht zu weit weg, sonst verpasse ich das. Ja, ein paar Parts. Die ziehen wir auf jeden Fall an. Die sind besser. Hier wieder hoch. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen was sehen. Da ist noch was. Guck mal. Sehr gut. Bringst du was Schönes mit? Ja, hier sind noch ein paar bessere Schuhe. Dann werden die doch gleich mal angezogen. Du wirst weggeschmissen. Du wirst weggeschmissen. Du wirst mitgenommen. Du wirst mitgenommen. Und du wirst mitgenommen. Aber du wirst gleich gescrapped. So. Was haben wir hier oben noch Schönes?
Da ist Clay ohne Ende, da ist Kohle. Ist ganz gut. Hier ist auch noch Clay, aber das reicht mir erstmal, was ich habe. Wobei, komm, wir haben noch genug Zeit. Ich habe jetzt natürlich doch noch nicht das alte HUD von Warcry wieder eingeblendet, weil ich nicht das Spiel beendet habe, ja. Ich habe ja nur die Aufnahme gestartet und gestoppt. Habe sie nur beendet, als ich aufgrund des Feststeckens unter meiner Box nicht wegkam. Soll ich mir gleich mal den Tee rausnehmen? Problem ist, wir werden gleich zu viel Zeugs haben. Und zwar kommen ja 3 Stacks Wasser dazu. Da wäre mir dann das eine leere Glas, was ich habe. Oder auch nicht. Wollte ich gerade sagen, wegschmeißen. Na komm. Aber so 1, 2 Tiere hätte ich gern noch. Das wäre ganz nett. Okay. Wie weit wären wir hier gewesen? Das wäre neu anfangen. Das ist okay. Ganz kurz schauen. Müsste ein bisschen in die Richtung noch gehen. Hier runter. Ich habe leider gar keinen Orientierungssinn. Aber hier unten müsste irgendwo das Feuer sein, oder? Ist das nicht da? Da geht es um unsere Heimat. Da muss es hier irgendwo sein. Oh, der! Sind wir so im Bogen? Ne, da. Da in die Richtung, weil da ist der Weg. Wir sind ja am Weg entlang. Glaube ich. Oder am Berg hoch bei so einem Weg. Irgendwie sowas war das. Da ist auf jeden Fall tot. Da waren wir. Da waren wir. Da, das waren wir. Da ist mein Feuer. Seht ihr? Ich wusste, das ist hier in der Nähe. Ich habe einfach einen unglaublich guten Orientierungssinn. So, es braucht noch 7 Minuten. Wenn wir ganz kurz uns mal hier zurückstellen und mal schauen, was wir denn da so haben. Ihr werdet gedroppt, euch brauchen wir nicht. Wenn wir mal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen was finden. Wir können auch noch ein paar Arrows craften. Kriegen wir nochmal einen Slot weg durch die 5 Federn, die wir sonst dabei hätten. Aber ich finde kein Tier. Da ist ein Zombie. Der ist mir egal. Schauen wir mal hier oben nach. Komm. Da ist noch ein Zombie. Der ist mir auch egal. Da ist Schnee. Da will ich nicht hin. Nochmal ein paar Eier. Die werden mitgenommen. Ich habe leider nicht genug Metal Pipes, um mir einen schönen Grill zu machen. Nur so ein Grillrost zu machen. Das ist ein bisschen unschön, muss man sagen. Hier ist lauter Clay. Da ist noch ein paar Blumen. Die nehmen wir auch mal mit. Aber ich sehe fast keine Tiere. Das ist ehrlich gesagt gar nicht mal so optimal. Da ist ein Vogelnest. Das werden wir noch looten. Da. Jawohl. Und gleich nochmal ein paar Arrows hinterher. Noch 6 Minuten. Das ist okay. Auch Ingame-zeittechnisch. Bringt mir doch bitte mal ein Königreich für einen Hirsch oder ein Schwein. Irgendwas, verdammt nochmal. Irgendwas. Wir markieren uns das hier mal als Quick Waypoint. Damit wir das Feuer nicht verpassen und wir hier weiter rumlaufen können. Stein wird mitgenommen. Looten bringt auch was. Dürfen wir nicht vergessen. Gibt es auch irgendwelche Abilities bei den bei den Bergarbeiternhelmen, habe ich gelesen. Also ich habe es nur überflogen, die Patch Notes 13.4. Da ist das Wasserloch, an dem wir waren. Da unten war der Bär. Der kann natürlich inzwischen überall sein. Da ist eine Zombie-Dame. Moment.
Sind sie tot? Nein. Wir lassen sie nochmal ausstehen. Und schlagen sie dann K.O. Alkohol. Scavenging Level 12. Das ist nett. Da ist noch was zum Scavengen. Das ist nämlich Müll. Zack. Nope. Will ich nicht. Da ist wieder dieser Part. Ich will doch nur so einen Hirsch. Gib mir Tiere, los. Ich meine, ich finde sie ja nicht mal, ja? Ich habe allgemein bisher relativ wenige gesehen. Als ich sie nicht gebrauchen konnte, sind sie natürlich entgegengekommen. Zum Beispiel, als ich da kurz vor Nachtanbruch nach Hause gelaufen bin. Aber jetzt nicht. Was soll das denn schon wieder? Das ist nicht normal. Nichts. Kein Tier. Kein einziges Tier. Empty Vogelnest, toll. Ich sehe nicht mal ein Hühnchen, was ich töten und schlachten kann. Gar nichts. Es mag mich nicht. Weitere Arrows, los geht's. Wird gecraftet. Werden wir am nächsten Tag wieder auf Jagd gehen müssen. Ich brauche einfach die Tiere. Ihr wisst es, sonst komme ich nicht an die Forge. Und ohne Forge kann ich keine Fortschritte machen. Wir machen hier noch ein paar Arrows. Und du wirst übrigens dann getoppt. Den alten Bogen will ich nicht. Ich habe einen besseren. Hier unten nochmal so ein Golden Flower. Da ist ein Schwein. Guck doch mal. Und das Schwein weiß halt einfach nicht, wohin es will. Jawohl, komm runter bitte. Hau nicht ab. Entschuldigung, Tom, ich habe keine Zeit für dich. Ich muss dem Schwein hinterherrennen. Jetzt kommt, ich komme nicht den Berg hoch. Willst du mich veräppeln? Ich komme nicht den Berg hoch. Es ist so zum Kotzen. Es ist auch schon wieder 19:30 Uhr. Das heißt, ich will eigentlich auch bald nach Hause. Och Mann! Vogelnest. Ja, super. Nochmal Arrows. Werden direkt gecraftet. Ich komme nicht an diese Schweine ran. Jetzt bist du wahrscheinlich wieder runter, oder? Hast mich verarscht. Du Drecksviech. Smithing wird besser. In die Richtung muss ich, da ist mein Feuer. Sehe ich ein Schwein, dann bin ich nicht in der Lage, es zu treffen. Und dann haut es mir über den Berg ab. Das ist auch ein Witz. Unglaublich. Unglaublich. Da machst du was mit. Du wirst von allem verarscht. Die Nacht werde ich nutzen, um ein bisschen zu sortieren. So, weitere Arrows craften, bitte. Wir holen jetzt unsere Sachen aus dem Campfire. Das müsste hier hinter dem Berg gleich kommen. Und dann bin ich nach Hause. Da. Weil es ist schon wieder 8:30 Uhr. Und ich brauche noch ein bisschen Zeit, um nach Hause zu kommen. Mal schauen, wie weit du bist. Pech gehabt. Du kommst mit und du natürlich auch. Wir machen da keine halben Sachen. Haben jetzt immerhin schon mal einiges bekommen. Und da ist unser Heimweg. Dies ist der Weg, den wir gehen müssen. So, ein bisschen unschön, wie sich das gerade hier entwickelt hat, dass wir das Schwein nicht mehr bekommen haben.
Ja, ich weiß, du kannst nicht mehr. Komm, hau dir mal einen Tee rein. Was hältst du davon? Ich bin nicht durstig. Ja, dann eben nicht. Jetzt geht's auf nach Hause. Den schnellsten Weg. Wir haben eine Stunde Zeit. Nehmen Golden Watty mit, weil wir eh gerade dabei sind. Ist der Weg auch korrekt? Jupp, ist er. Lieber mal auf Nummer sicher gehen. Und mich nervt dieser Tod halt einfach immer noch, gell? Es ist so unnötig gewesen. Immer noch nicht durstig. Immer noch nicht durstig. Wann bist du eigentlich durstig? Krass. Kann man gar nicht einschätzen. Nein, du bist jetzt nicht gelootet. Ich will erst zu Hause ankommen. Ja, hinter den Bäumen ist es gleich. Haben wir noch ein bisschen die Map erkundet. Da ist das Haus. Wunderschön, ja. Alles bruchbudenartig. Aber naja. Kann nicht jeder in einem Palast wohnen, nicht wahr? Es ist ganz schmuck. Ja. Also ich bin auch nicht traurig über das Haus. Los, los hier. Genau. Schön. Zack, zack. Hier hoch. Hier zumachen. Und hier einmal rein. Putz, putz. Wunderbar. Schon sind wir zufrieden. Ich habe den jetzt auch umgelegt, natürlich. Und jetzt hier erstmal umsortieren. So. Essen. Entschuldigung, Essen kommt hier runter. Da kommt dann auch das Wasser hin. Da wird am nächsten Tag wieder alles abgekocht. Das Fleisch kommt natürlich auch raus. Ist eigentlich offiziell. Nee, es heißt nur noch Warm Meat. Das heißt, wir können dann auf jeden Fall hier schön was machen. Mit, ja. Da haben wir ein paar rote Blumen. Die kommen dahin. So. Einmal looten, bitte. Der Tee kommt hier hin. Du kommst zu mir. So. Dann haben wir hier Autoteile. Das. Mal gucken, ob ich die kaputt machen kann. Wir haben noch einen Knochen. Das ist schön und gut. Hier oben kommen die ganzen anderen Items hin. Hier kommen Waffenparts hin. Da haben wir hier Pistolpart. Die tun wir mal dazu. Hunting Rifle, Pistol Barrel. Pistol Bart, das ist ein Pistol Grip offensichtlich. Die kommen rein. Die kommen auch rein. So, wir haben da noch Tierfett. Das kommt hier runter. Das ist Hunting Rifle, das ist Pistol. Das sind irgendwie, sieht das aus wie Pfeile. So, die werden mitgenommen. Wo bist du? Shotgun. Da ist ein Pistol Receiver. Damit haben wir sogar schon eine Pistole zusammen. Ich meine, wir haben hier eh schon zwei ganze, ja. Dürfen wir nicht vergessen. Das ist auch Waffenöl. Hier haben wir unser, wie heißt gleich, unser schönes Zeug für den Forge oder für die Forge. Buch ist schön und gut. Das ist Waffe. Das sind Pfeile. Können wir hier drüben lassen. So, Papier. Da ist der Shotgun Receiver. Da kommt die Shotgun Muni dazu. Das ist allgemein Muni. Schon mal ganz ordentlich. Wir haben 10 Alkohol. Wir können auf jeden Fall Medikits machen. First Aid Kits. Was brauchen wir dafür noch? Ganz kurz mal schauen. Aid Kit. Was brauchen wir? Duct Tape. Haben wir hier auch zwei Stück? Machen wir doch mal zwei Aid Kits. Perfekt. Gibt uns ja auch ein bisschen Vorteile. Wir lernen und wir haben wieder ein bisschen Sicherheit. So, Lead haben wir auch. Hier ist noch ohne Ende Eisen, das wir scrappen müssen. Oder können. Oder ich glaube sogar inzwischen müssen. Wird gemacht, wird gemacht. Da sind wir beschäftigt.
Die Animal Hides kommen erstmal nach oben, weil das alles Forge-Zeug ist. Das brauchen wir hier. Da brauchen wir auch Steine für. Deswegen kommt das dazu. Wunderbar. Die nehmen wir mit. Kann man aus denen was machen? Die kann man nur wegstellen. Das machen wir auch mal. Ja. So, hier und da einer hin. Schön und gut. Noch drei Bullet Casings, noch ein Buch, das raus kann. Wir haben hier noch 8 Wasser. Kommt mal dazu. Da müssen wir mal gucken. Bisschen medizinischer Kram. Das wird alles noch sortiert, also richtig sortiert, richtig ordentlich sortiert natürlich. Wie hier müssten wir eigentlich mal ausrüsten, weil die müsste uns theoretisch Muni geben. Genau. Ah ne, da muss man die ins Craft-Menü reinziehen. Aber es gibt es ja gar nicht mehr. Scrap. Equip. Drop. Hat halt nur schlechte Parts, also eigentlich könnte man die scrappen. Dann müsste ich die Teile rauskriegen, oder? Nein, mach's nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das jetzt läuft, weil ich hätte gerne die 15 Schuss daraus. Nur wie entlädt man die? Das ist nach. Nein, das war nachladen. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Das ist ein bisschen unschön. Aber egal. Wir haben davon noch 2. Wir haben hiervon noch genug. Wir haben ein bisschen was zu essen. Das nehmen wir mit. Ist immer gut. Das auch, das auch, das auch, das auch. Alles schön und gut. Wir haben hier 2 Äxte. Wir haben noch natürliches Antibiotika. Wir haben unsere Bone Shive. Das ist ganz wichtig. Wir haben unseren Bogen. Den können wir reparieren, auch wenn die Qualität dadurch sinkt. Aber ich habe jetzt keine Lust, wieder einen neuen zu machen. Dann läuft das hier auch schon von der Ordnung einigermaßen. Denke ich mal. Was sagt die Länge des Parts? 22 Minuten. Kurz bevor die Nacht zu Ende ist, können wir auf jeden Fall dann einen Cut machen. Oder werde ich einen Cut machen? Ich werde dann aber noch das Wasser abkochen. Ach, ich wollte es eigentlich nach unten ziehen. Das ist wahrscheinlich mit STRG dann. Mach hier mal bitte Wasser. 4 Minuten, ja. Koch das mal. Die Eisendinger mache ich erstmal nicht. Ich bleibe erstmal bei den Steinpfeilen. Davon brauchen wir 50. Geht das nicht eigentlich noch so? Müsste das nicht irgendwie auch so gehen? Und dann so? Genau. Davon brauchen wir nämlich 50 Stück für den Ofen. Für die Forge. Die anderen behalte ich nämlich immer mit, wenn ich Zeile craften muss. Steinaxt, Schaufel etc. Clay brauchen wir komplett. Der muss nämlich komplett genutzt werden, beziehungsweise eingeschmolzen werden. Von daher ist das nicht schlimm. Du wirst dann eh verbrannt. Ja? Dich brauchen wir nämlich überhaupt gar nicht. Wie sieht es denn hier aus? Das ist in 33, in 30 Sekunden ist das hier durchgescrapped. Das ist schön und gut. Fühlt sich warm an neben dem Feuer. Ja. Mehr geht eigentlich gerade nicht. Ich werde dann am nächsten Tag weiter jagen gehen. Ich werde mal gucken, dass hier relativ bergig wird, auch wenn hier eine Straße war. Wir könnten natürlich der Straße folgen, aber die führt uns 100 Pro wieder in eine Stadt. Und das will ich eigentlich auch nicht. Vor allen Dingen, weil hier ist die große Stadt, ja. Würde ich sagen, wir werden. Ja, wohin gehen wir? Hier ist Schnee. Da ist doofes Biom. Hier ist doofes Biom. Da oben ist eine Stadt. Das ist auch nicht wirklich das Wahre. Kein schöner Punkt. Wir können die Wasserquelle löschen. Remove. Die brauchen wir nicht mehr. Das Fertiglooten. Müsste das hier sein. Können wir auch löschen. Da waren wir. Von daher ist alles gut. Dann haben wir noch mehr Wasser, noch 2 Minuten. Alles gut, schön. Ich wiederhole mich schon wieder, ich weiß. So. Da wird auch schön Essen gemacht. Dann wird die Feuerwehraxt repariert. Dafür brauchen wir nämlich Forged Iron. Das ist quasi das neue Iron Ingot. Oder die neuen Iron Ingots sind das. Das passt ganz gut hier. 180 Eisen, schön. Das ist eine gute Zahl. Es gibt ordentlich was an Forged Iron, um das Werkzeug zu reparieren, um eine Feuerwehraxt zu machen, um Short Iron Pipes zu craften, um eben dann grillen zu können.
Also wir machen auf jeden Fall ordentlich Fortschritte. Das ist auch alles. Jetzt sieht man hier nur noch 74er Qualität. Hätte ich doch einen neuen machen müssen, aber naja. Drauf gepfiffen gerade mal. Jetzt warte ich nur noch drauf, dass da das durchgekocht ist. Und dann würde ich den Part beenden. Dann müsste auch die Nacht zu Ende sein. Repariert wird, ja, je nachdem mal schauen. Ich meine, Nacht 14 auf 15 kommt die nächste Horde. Wenn ich mich da Tag 12, 13 dran mache, reicht das ja. Dann wird eben repariert, zugemacht. Hier unten wird richtig zugemacht. Dann muss ich dann normalerweise wieder hin. Eventuell werde ich das Vordach hier vorne abschlagen. Und dann wird außenrum auch eine Reihe Woodspikes gelegt, damit sie eben nicht direkt durchkommen, sondern ein bisschen Schaden nehmen. Problem ist halt, dass die Horde von einer Seite aus immer kommt. Oh. Das ist nicht gut. Aber sie stirbt ja. Die überspringen das. Das ist richtig ungut. Das ist eine normale Nachthorde, die jetzt kommt. Oh. Das ist allerdings ein unguter Sound. Moment. Ich habe leider jetzt auch keine Zeit, nochmal aufzunehmen. Deswegen habe ich mir jetzt hier den letzten Part eigentlich rausgesucht. Aber wir werden den einen Zombie töten müssen. Und das heißt, wir müssen auch noch aufräumen von den anderen Zombies. Da komme ich nicht drum rum. Weil sonst kriege ich hier Riesenprobleme. Das wäre ja dann im Prinzip fast wie Cheaten. Ach, das war doch nur du. Das warst du. Ich dachte gerade, das wäre der neue Schreizombie. Dann ist ja alles cool. Fest steht, wir müssen es erhöhen. Ihr habt gesehen, wie sie drüber gesprungen sind. Die sind ganz schön sportlich, die Zombies. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir werden auf jeden Fall dann wieder Holz looten gehen, hier eine dritte Reihe hochziehen müssen. Wir werden dann den Spider-Zombie und Zombieschutz machen müssen. Viel zu tun hier in 7 Days to Die. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.